And in order to bring the second event track, the Cookieless Award, into a fitting end, we now have another exciting panel discussion. So, different topic, another moderator, and other language. Yes, another language means that this panel discussion will be in German now, and I'm really sorry for all the international viewers, but after this panel discussion, this program will be in English again as usual. So I look forward to welcome you after the panel discussion, and it's really worth it because we are going to talk about the metaverse. We have another masterclass with a lot of practical insights and a lot of speakers such as Diego Borgo. So I hope that I will see you after this panel discussion at 3:15 p.m. Und jetzt an alle deutschen Zuschauer und Zuschauerinnen, die dran geblieben sind oder die auch jetzt erst einschalten zur Panel Discussion. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich begrüße euch zu dieser Diskussion, die von Verena Gründel moderiert wird, die jetzt auch hier ins Bild kommt. Schön, dass du da bist, hallo, Verena. Jonas. Hallo. Verena Gründel ist Chefredakteurin der W&V, einer der wichtigsten Magazine für Marketing und Werbung in Deutschland. Du begeisterst dich für Marken- und Transformationsgeschichten. Du hast ein Faible für Social Media und digitales Marketing. Und du stehst natürlich auch als Moderatorin regelmäßig auf der Bühne. Deswegen jetzt schön, dass du auf unserer Bühne hier stehst, Verena. Worum geht es in deiner Diskussion? Worüber werdet ihr sprechen und hoffentlich am Ende herausfinden? Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich freue mich nämlich mindestens genauso wie ihr. Wir sprechen über ein sehr spannendes und vor allen Dingen sehr wichtiges Thema, das vielen Marken und vielen Werbungtreibenden so ein bisschen so ein Dorn im Auge ist oder ein sehr schwieriges Thema ist. Und zwar geht es um das Aus der Third-Party-Cookies. Das kommt definitiv, daran führt kein Weg dran vorbei, aber viele haben sich noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt und verschließen auch so ein bisschen die Augen. Und das ist natürlich genau die falsche Strategie. Und deswegen wollen wir heute in diesem Panel schauen, wo sind die Herausforderungen, welche Lösungen gibt es und auch was muss die Branche vielleicht noch tun, um da noch weitere Lösungen auf den Weg zu bringen. Der Titel lautet, jetzt muss ich noch mal spicken, The Ultimate Playbook in a Cookieless World. Hört sich an wie eine Ansage, finde ich. Aber wir versuchen in diesem Panel so ein bisschen dieses Schreckensgespenst zu zerstören und einfach Wege aufzuzeigen, wie man ganz einfach daran geht und für sich selber eine Lösung findet. Ich würde sagen, es passt ganz gut zur Keynote, die Uwe Roschmann ganz am Anfang dieses Event-Tracks gehalten hat, denn auch dort hat er schon darüber gesprochen. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was ihr dann in dieser Panel-Discussion besprechen werdet. Bevor du rübergehst und wir auch direkt loslegen, habe ich noch ein Thema oder eine Frage, denn ihr schreibt ja über viele Marketing-Themen in eurem Magazin und da habe ich mich gefragt, welche Rolle nimmt denn Retail Media in eurem eigenen Magazin ein? Und du liest natürlich auch viele andere Zeitungen und Zeitschriften. Wie nimmst du denn generell Retail Media wahr? Nimmt es immer einen größeren Platz in dieser Berichterstattung über Marketing ein? Also wir haben das gesehen vor wenigen Jahren, vielleicht waren es so 3, 4 Jahre, da kam das Thema zum ersten Mal relativ groß in den Medien auf. Alle haben drüber, oder beziehungsweise viele haben drüber gerichtet, wir natürlich auch, haben das Thema so ein bisschen eingeläutet. Dann war es gefühlt erstmal ein bisschen still und jetzt kommt es wieder, jetzt kommt es so langsam in der breiten Masse an, immer mehr Plattformen bieten Werbeplätze an und damit wird es natürlich auch für uns super relevant und als hätten wir uns abgestimmt sozusagen. Man muss wirklich ganz ehrlich sein, Verena. Ich kann das jetzt vor dieser Kamera sagen. Wir haben uns natürlich kurz im Raum vorher kurz besprochen, vielleicht welche Frage stellen wird und dann war es wirklich wie unabgesprochen, als du dann gesagt hast, es passt ganz gut zu euch. Es war wirklich nicht abgesprochen, genau, aber genau. Jetzt darfst aber ich darf es einmal platzieren. Genau. Am Mittwoch kommt unser neues W&V Executive Briefing genau zum Thema Retail Media und das passt natürlich und deswegen glaube ich, sind wir hier einfach am Puls der Zeit. Man könnte auch sagen, ihr habt euch an uns orientiert, an dem Retail Media Summit, dass ihr passend zu der heutigen Veranstaltung nächste Woche das in eurem Magazin aufnimmt. Also es lohnt sich, einen Blick mal rein. Auf jeden Fall. Kommt Douglas auch drin vor? Douglas kommt auch drin vor. Sehr schön. Das heißt, wir sind gespannt auf dieses Magazin. Noch viel spannender wird sein, was ihr jetzt in der Panel-Discussion besprechen wird. Deswegen würde ich dich jetzt einmal bitten, rüber zu gehen. Und während Verena quasi die Bühne verlässt, du darfst gerne schon mal rechts, weil wir versuchen das in einem schönen, ihr werdet jetzt gar nicht merken, dass das jetzt zwei Studios hier auseinander ist, sondern dass es wirklich sehr nah beieinander ist. Denn Verena wird jetzt gleich natürlich die Panel-Discussion für euch halten. Wie gesagt, ich darf dann euch
nach dieser Panel-Discussion wieder begrüßen, dann wieder auf Englisch. Aber jetzt würde ich sagen, ich sehe nämlich aus dem Augenwinkel, dass Verena Platz genommen hat. Die Experten und Expertinnen warten auch schon auf euch. Deswegen würde ich sagen, nach einem kurzen Jingle geht es direkt los für euch. So, herzlich willkommen zurück. Das Intro haben wir schon kurz vor der Pause gegeben. Hier geht es jetzt um das ultimative Playbook für die Zeit nach den Third-Party-Cookies. Und dafür begrüße ich mein Panel hier auf der Bühne. Ganz rechts außen von euch da draußen sitzt der Deutschland-Chef von LiveRamp. Herzlich willkommen, Kolja Brosche. Daneben haben wir die Deutschland-Chefin, Dach-Chefin von Analytic Partners, Maren Seitz. Und natürlich, ihr habt sie vorhin schon gesehen, die Retail-Media-Verantwortliche bei Douglas Marketing Solutions, Eileen Ersan. Und auch dich haben wir vorhin schon gesehen. Du bist CTO und Mitglied der Geschäftsführung von NetID. Also erstmal herzlich willkommen. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Intro vorhin schon mitbekommen habt. Falls nicht, wollen wir noch mal einmal kurz so einen Abriss machen, worüber es geht. Deswegen eine ganz schnelle Fragerunde sozusagen zur Definition. Ich fange mit dir ganz außen an. Was sind denn eigentlich Third-Party-Cookies? Ganz kurz. Ja, Third-Party-Cookies sind kleine Dateien im Browser abgelegt, die die Möglichkeiten geben, Daten zu übertragen, ein Matching zu ermöglichen, um verschiedene Retargeting oder Use Cases ermöglichen zu können. Vielen Dank. Maren, warum fallen sie jetzt weg? Also was sie dir ja quasi ermöglicht haben, ist, die Leute durch das Internet auf ihrer Online-Journey zu verfolgen und du könntest auch sagen, zu stalken, wenn man es jetzt so positionieren will. Und die fallen eben weg aufgrund dieser Privacy-Concerns. Also zum einen aus Konsumentensicht kam da Druck auf, aus anderem aus Gesetzgebungssicht. Und deswegen sind da jetzt auch einige, zum Beispiel Browser, proaktiv geworden und haben gesagt, sie schalten die jetzt in Zukunft ab. Und auf welchem Stand sind wir gerade, liebe Eileen? Denn ganz so weit ist es ja noch nicht.
Nee, ganz so weit ist es nicht. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit gewonnen tatsächlich. Ich glaube, der Stand ist aber gar nicht so leicht zu beantworten, weil die einen befassen sich schon sehr, sehr lange mit diesem Thema, die anderen, und das sind meistens Advertiser, sind noch am Anfang, um überhaupt zu explorieren, wo stehen wir, was gibt es für Lösungen, und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und ich denke, das ist gerade genau diese Phase, wo man anfängt, sich zumindest für sich selbst eine Lösungsstrategie oder einen Weg aufbauen zu müssen. Absolut. Und Achim, abschließend, warum ist es überhaupt problematisch, dass der Third-Party-Cookie wegfällt? Problematisch in der Hinsicht, dass natürlich viele der Funktionen, die man so im Digitalmarketing verwendet, tatsächlich gerade jetzt im Desktop-Umfeld natürlich daran hängen. Die Daten, die man verwendet, hängen dann an dieser Cookie-ID, die Kolja ja eben erklärte. Wenn die Daten weg sind, können wir keine Kampagnen mehr machen, kann man nichts mehr messen, kann man keine Fraud Prevention mehr machen. Das heißt, da muss dann Ersatz her. Okay, so haben wir eine kurze Einleitung. Alle sind jetzt auf demselben Stand sozusagen, auf demselben Wissensstand. Wir haben das Problem skizziert, aber ihr habt auch ein paar Lösungen mitgebracht. Ihr arbeitet zum Teil auch an Lösungen für Werbungtreibende, speziell Kolja. Du hast eine Lösung mitgebracht, aber auch Aileen und auch Achim. Erzählt doch mal, also Achim, mit NetID beschäftigt ihr euch mit dem Thema Login. Wie kann Login eine Lösung sein für das Leben nach den Third-Party-Cookies? Genau, ich glaube, das ist ein bisschen verweisend auf meinen Vortrag. Ich denke mal, es hat jeder jetzt verstanden, dass First-Party-Daten, also Daten, die die Webseite, die App, die man selber besucht, letztendlich erhebt, ein zentraler Baustein für die Zukunft sein werden. Und wir bauen ja, sagen wir mal, Produkte für First Parties, um Login, Registrierprozesse und dann auch einwilligungsbasierte Datenverarbeitung zu machen. Was wir nicht machen, ist dann Marketinglösungen bauen, ja, also Clean Rooms oder Targeting oder irgendetwas. Da sind dann wieder andere Themen, die sozusagen ins Bild kommen. Mhm. Clean Rooms, du sagst es schon, das ist dein Thema, Kolja. Was genau, kannst du noch mal kurz skizzieren, was das ist und inwieweit das eine Lösung sein kann? Ja, also Cleanrooms auf der einen Seite geben die Möglichkeit, dass unterschiedliche Unternehmen basierend auf ihren eigenen First-Party-Daten ein Partnering übernehmen können. Zum Beispiel, wenn ich bestimmte Daten über meine Kunden nicht habe, aber gerne erfahren möchte, wer zum Beispiel meine Produkte kauft. Aber es gibt ein anderes Unternehmen, die über Transaktionsdaten verfügen. Dann kann ich beispielsweise die Funktionalitäten eines Cleanrooms nutzen, um auf einem datenschutzkonformen, sicheren Umfeld diese Zusammenführung durchführen zu können, dass ich also erfahren kann, wer von Usern, die meine Werbebotschaften gesehen haben dann letzten Endes auch Produkte gekauft, die ich beworben habe, oder eben nicht. Und das sind ganz, ganz wichtige Informationen, die für Werbetreibende natürlich relevant sind, insbesondere wenn sie nicht über einen eigenen Direct-to-Consumer-Business-Path verfügen, herauszufinden, wer kauft denn eigentlich meine Produkte und wirkt die Werbung, die ich eingesetzt habe. Das sind also eine von verschiedenen Use-Cases, die man über Cleanrooms umsetzen kann. Mhm, vielen Dank. Und Aileen, abschließend, wir sitzen heute hier eigentlich nur wegen des Themas Retail Media, aber warum ist Retail Media, inwiefern ist es auch das eine Lösung, die genutzt werden kann? Ja, ganz genau. Also ich glaube, das Stichwort bei uns ist das Thema First-Party-Daten. Das haben wir jetzt schon sehr, sehr häufig gehört. Und wir als Retailer, nicht zuletzt durch unser CRM-Programm, haben einfach enorm viele Daten, die uns in Anführungsstrichen gehören, beziehungsweise, und das möchte ich, glaube ich, eher betonen, wo wir die Erlaubnis haben von unseren Konsumenten, dass wir diese Daten nutzen können, um sie personalisiert ansprechen zu dürfen. Und das können wir glücklicherweise auch nach dem Third-Party-Cookie aus und bieten dann wiederum durch unsere eigene Plattform auch Werbeplatzierungen, wo wir weiterhin Relevanz schaffen können und ein Verständnis über unsere Zielgruppen weiterhin haben. Nichtsdestotrotz, wir beschäftigen uns auch darüber hinaus mit Lösungen. Was ist denn eigentlich mit der Adressierbarkeit und Aktivierung darüber hinaus, also was nicht mehr bei uns auf der Plattform stattfindet? Und auch da führen wir Gespräche, stellen uns gerade gut auf, um da auch unsere Use Cases weiter vom Shop weg Richtung Offsite-Welt sozusagen adressierbar zu machen und weiterhin anbieten zu können. Okay, vielen Dank. Also wir haben jetzt hier schon drei verschiedene Möglichkeiten, drei verschiedene Alternativen.
Welche weiteren gibt es denn noch? Achim, gibt es ja noch mehr. Google hat auch eine Lösung zum Beispiel. Vielleicht kannst du noch mal ein paar weitere Alternativen nennen. Ja, ich glaube, genau. Es gibt dann noch, glaube ich, zwei andere grobe Buckets, über die man sprechen kann. Das ist natürlich einerseits das Thema Contextual Advertising, ja, wo ich letztendlich einfach den Kontext kaufe. Kennt natürlich jeder, sag mal, aus Google Searches. Also eine Suchanfrage ist natürlich auch ein Kontext, wird wieder so betrachtet. Oder welches Segment auf einer News-Webseite gucke ich mir gerade an? Sport, dann wäre der Kontext Sport. Das geht natürlich an der Stelle dann sozusagen in Realtime, dass man sagt, der Nutzer guckt sich gerade einen Kontext an und ich kann dann sozusagen Sportwerbung ausspielen an der Stelle. Das andere Thema ist natürlich das Thema, sage ich mal gerne, Plattformschnittstellen. Ja, also was jetzt unter Privacy Sandbox bei Google auf Chrome und auf Android dann kommen wird oder gerade in der Erprobung ist, wo es dann halt auch Schnittstellen für, sag ich mal, Cross-Site-Use-Cases gibt, also Retargeting, wo dann letztendlich die Plattform eine Schnittstelle anbietet. Ah, der User war gerade bei mir im Shop, zeig ihm doch mal bitte eine Werbung auf der anderen Seite an, also diese Off-Site-Themen, zu denen du gerade gesprochen hast. Oder was es jetzt auch schon sehr breit im Apple-Universum gibt, Lösungen, um über die Plattform Messungen und Attributionen zu machen. Da muss man natürlich dann immer dazu sagen, dass das dann natürlich auch nach Vorgaben und den Vorstellungen der Plattform erfolgt. Also da kann man dann nicht viel weitere Insights rausziehen, weil die Daten dann letztendlich extrem hoch aggregiert werden, verrauscht werden etc. pp. Aber das ist so ein bisschen der Baukasten, den man hat. Okay. Das klingt, wenn man da noch nicht so tief drin steckt, erstmal alles relativ kompliziert, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, relativ granular. Es gibt viele Lösungen. Man muss sich da, glaube ich, erstmal richtig tief reinfuchsen. Maren, ihr habt, glaube ich, einen sehr guten und engen Draht zu vielen Werbungtreibenden und Kunden. Warum ist es so eine Hürde für Sie? Ich habe es vorhin schon gesagt, viele verschließen noch die Augen. Das kam auch im Vorgespräch raus, dass viele einfach ja, da noch nicht so drinstecken. Was kommt so in deinen Gesprächen raus? Warum ist es so schwierig? Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist generell Überforderung. Also das ist, welche Daten habe ich eigentlich? Was mache ich mit den Daten? Vor allem, wer kümmert sich darum? Also überhaupt jemanden auch im Unternehmen zu haben, gell, der sich mit sowas auskennt und mir dann dabei hilft, das Ganze zu organisieren. Das zweite ist auch die Schnelligkeit, mit der sich die Lösungen auch entwickeln. Also, und manchmal ist auch die Sprache nicht einheitlich. Also ich schaue mir vielleicht 3, 4 Solution Provider an, die sagen vielleicht was Ähnliches, aber drücken sich dann doch wieder etwas anders aus. Also überhaupt mal da auf dem Laufenden zu bleiben, ist unheimlich schwer. Die Fachbegriffe sind, glaube ich, noch, ich glaube, die Einfachheit der Sprache ist noch nicht da, zu der wir hinkommen müssen, sobald diese Dinge mal ein bisschen mehr mature sind, ein bisschen reifer sind. Und ich glaube, das ist was, das hält die Kunden einfach auch davon ab, sich ranzutrauen. Also du hast einige wenige in Unternehmen, die kennen sich da wirklich aus. Alle anderen, ich glaube, die häufigste Aussage, die ich höre, ist, ja, ich weiß so 1, 2 Sachen, aber ich bin kein Experte. Und so ist eigentlich fast jeder, mit dem du sprichst, macht immer so diesen Caveat, aber ich bin nicht der Experte. Also es ist viel Angst vor Überforderung und viel vor Überfluss an Lösungen und auch sprachlich, glaube ich, ein Problem. Was sind deine Erfahrungen? Wie kann man den Menschen diese Angst nehmen? Ich glaube, da sind eigentlich alle gefragt, also wir als Anbieter, genauso wie auch das Unternehmen intern. Was im Moment viel passiert, ist, dass du siehst, dass sich Data and Analytics Departments aufbauen auf werbetreibenden Seite. Und ich glaube, da muss man von Anfang an schon mitdenken, wie nehme ich eigentlich das gesamte Unternehmen mit? Und Themen wie Datenstrategie, wie MarTech-Strategie stehen mittlerweile auch auf dem C-Level fast bei jedem auf der Agenda. Da muss ich auch die Sprache von einem CFO sprechen. Also es muss wirklich innerhalb des Unternehmens, und ich glaube, das ist auch ein Training-Prozess, wirklich ein Commitment da sein, zu sagen, okay, wie kann ich das in einer Währung ausdrücken oder in einer Sprache ausdrücken, in der die Leute ihre eigentlichen Entscheidungsprobleme wiederfinden? Also immer, was müsst ihr eigentlich entscheiden? Wo wollt ihr eigentlich hin? Was ist der nächste Schritt? Was sind Probleme? Was sind Möglichkeiten? Wenn du auf die Weise formulierst, anstatt aus technischer Sicht, ist, glaube ich, schon mal ein großer Schritt getan, gell? Eileen, du nickst. Ja, absolut. Also ich glaube, sich dessen bewusst zu werden, was brauche ich eigentlich als Unternehmen, dann mit den richtigen Leuten wiederum im Unternehmen zu sprechen, die mir dabei helfen können, plus den Ad-Providern, das ist, glaube ich, eine Seite, die dann wichtig ist, um sich in dem Thema doch sicher zu fühlen und andererseits auch ja, das Thema zu durchdringen.
Bitte, Kolja, du hast auch deine Erfahrungen gemacht. Ja, ich würde auch gerne einen Kommentar dazu abgeben. Und zwar sehen wir, dass genau die Herausforderung auf Werbetreibenden oder auf Kundenseite vorherrscht, dass es natürlich eine komplexe Thematik ist. Und viele gehen aus dieser Perspektive ran, was ist, wenn der Cookie weg ist? Und das ist so eine zusammengedampfte Kommunikation über den Cookie und über diesen einen Use Case. Und die Herangehensweise zu sagen, was will ich eigentlich tun? Was sind meine Use Cases? Was sind meine Herausforderungen? Losgelöst von einer Technologie, die bald nicht mehr zur Verfügung stehen wird, führt dazu, dass man viel offener Gespräche führen kann, auch offener an das Thema rangeht, wer kann mir eigentlich helfen? Und durch neue zur Verfügung stehende Technologien kann ich ganz neue Use Cases jetzt realisieren, die mir auch ein Cookie gar nicht ermöglichen konnte. Also wenn ich aus dieser Sicht herausgehe, was würde ich gerne tun? Welche Möglichkeiten gibt es? Dann heißt es nicht, dass der heilige Gral dann da liegt und das geht dann alles mit einer neuen Technologie, Knopf an und das läuft. Aber es gehen sehr, sehr viel mehr neue Use Cases in der Umsetzung. Ich muss an der einen oder anderen Stelle gewiss umdenken, aber ich kann mehr, ich kann mehr Benefits generieren. Ich kann an Informationen kommen, ich kann an Learnings kommen, die ich früher nicht umsetzbar waren. Und dann komme ich auch in so einen Bereich, dass ich sehr schnell verstehe, was bringt es mir als Unternehmen. Mhm. Ohne jetzt zu sagen, welche Technologie genau brauche ich, sondern wer kann mir helfen, folgende Use Cases umzusetzen? Was brauche ich dafür? Intern, was muss ich intern tun, damit ich mich vorbereite? Wen brauche ich vielleicht dazu? Und dann kann ich, wie gesagt, dann lässt mich das Thema der Cookie geht weg oder die Cookie-Kalypse lässt mich dann auch relativ kalt. Und da sind einige Unternehmen schon sehr, sehr weit, dass sie, wie gesagt, sich von diesem rein Thema Cookie losgelöst haben, zu sagen, wie kann ich dann entsprechend da einen größeren Mehrwert generieren? Was brauche ich dafür? Ich glaube, da muss man auch gucken, jetzt nicht, wenn man auch mal auf andere Branchen oder generelle Themen guckt, nicht die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Ich erinnere mich da immer gerne zurück an meine Zeit in der Beratung auch und im Startup. Da war dann vor 10 Jahren, hat man das Thema Big Data. Da machte jeder ein Big Data-Projekt, wusste aber gar nicht, was er damit machen soll. Dann hatten wir, das ging ja auch schon vor 10 Jahren los, das Thema Blockchain. Da machte jeder 20 Blockchain-Projekte ohne zu wissen, was er zu machen soll. Jetzt macht wahrscheinlich heute jeder ein Post-Cookie-Projekt und hat sich aber vorher gar nicht überlegt, was ist eigentlich für mich der attraktive Use-Case oder will ich gewisse Dinge auch gar nicht machen, brauche ich da vielleicht gar keine Lösung für. Also im Retail-Media-Bereich, wenn ich jetzt natürlich da unterwegs bin, ist ein klarer Baustein für die Zukunft, diese Daten auch monetarisieren zu können, da ein attraktives Angebot zu machen. Aber ich finde, gerade auf der Buy-Side ist es immer sehr schwierig, da einen klaren Blick zu haben, was will ich eigentlich in der Zukunft machen, was muss ich machen, was ist jetzt für mich auch geschäftskritisch, gerade wenn ich keine D2C-Brand bin. Ne? Würdest du denn sagen, jedes Unternehmen braucht eine alternative Strategie oder für wen gilt das überhaupt? Ich glaube, eine Strategie braucht jeder, aber ob jeder jetzt wirklich operativ was mit Daten machen muss, ist dann mal dahingestellt an der Stelle. Wenn ich jetzt eine D2C-Brand bin mit sehr wenig eigenem direkten Kundenkontakt, also selber eigentlich keine in unserem Sprech First Party bin oder nur mit 500 Usern, die ab und zu mal auf meine Produktseite kommen, dann ist die Frage, ist es für mich jetzt geschäftskritisch, das zu skalieren? Ja, um diese Kunden dann auch in großer Zahl oder mit Attributionsmodellen wieder ansprechen zu können. Oder sage ich, ich kaufe mir dann halt die interessanten Zielgruppen bei den First Parties mit den großen Reichweiten ein. Das reicht mir, um halt mein Produkt zu skalieren. Und dann habe ich halt mit den Daten und den ganzen Datenschutzthemen und den ganzen Kosten halt weniger zu tun, muss nur bereit sein zu sagen, ich bezahle dann halt auch für die Zielgruppe in der Kampagne. Kann man es sich denn überhaupt noch leisten, heute keine First-Party-Datenstrategie zu haben und also keine eigenen Kundendaten zu sammeln und das alles komplett auszulagern. Eigentlich geht der Weg ja weg davon. Ich glaube schon, sonst hätten ja die FMCG-Brands ein Riesenthema. Also ich glaube, Unilever wird ein großer Spender bleiben und auch irgendwie auf dem Markt bleiben. Aber ob die jetzt eine riesen First-Party-Datenstrategie haben über die Produktseiten, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das für die geschäftskritisch ist. Sondern die wollen natürlich aber die Kunden auf allen Kanälen möglichst einfach erreichen können. Ja, vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen Lookalike-Modeling machen, aber ich glaube nicht, dass für die jetzt entscheidend ist, für die Zukunft zu sagen, ich skaliere jetzt meine Kundenkontakte von 1 auf 1 Million. Ich glaube aber, dass es doch dennoch eine Strategie auf Seiten insbesondere der Markenartikler gibt, nicht darum zu sagen, wie kann ich jetzt Millionen von eigenen CRM-Daten aufbauen, aber wie kann ich bestehende Daten im Markt, befindliche Daten nutzen. Und das ist, wo gerade der Connect oder das Thema Data Connectivity so wichtig ist, gerade wenn ich keinen Zugang zu meinen eigenen Konsumenten habe, zu Transaktionsdaten habe, wie kann ich diese Situation herstellen, dass ich trotzdem weiß, gerade wenn ich ein großer Spender bin, wie stark wirkt meine TV-Kampagne, wie stark wird meine Display-Kampagne, meine Social-Media-Kampagne,
wo bekomme ich entsprechend die Transaktionsdaten her? Und da sind natürlich die Retailer ein ganz, ganz wichtiger Baustein, weil sie diese hochwertigen Transaktionsdaten besitzen, einen Personenbezug herstellen können und entsprechend da natürlich im Bereich Measurement und Analytics einen unglaublich wichtigen Beitrag leisten für dann wiederum die Auslieferung. Kann auf Retail Media natürlich sein, aber auch darüber hinaus. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Markenhersteller, da eine Datenstrategie zu haben und nicht nur als Datenstrategie zu verstehen, wie kann ich an Millionen von eigenen CM-Daten zu kommen. Ich glaube, da muss man sich das genauer anschauen. Ich glaube, der große Shift ist Daten haben, Daten zugreifen und Daten nutzen. Und ich denke mal, wenn man jetzt in die Richtung des Retail Media-Anbieters geht, der wird sagen, super, ich stelle gerne meine Daten zur Nutzung zur Verfügung, aber ich möchte nicht unbedingt, dass der Zugriff da ist an der Stelle. Und das ist, glaube ich, so der interessante Shift, den man sieht, wo dann halt auch die neue Technologie helfen kann, wie Cleanrooms, wie entsprechend stärkere Garantien auch auf technischer Seite, wie man die Nutzung von Daten ermöglichen kann, ohne tatsächlich Daten weiterzugeben im klassischen Sinne. Ganz genau. Also aus meiner Sicht ist es zum einen wichtig, sich die Frage zu stellen, mit wem kann ich eine Datenpartnerschaft eingehen, um das, was mir vorliegt, mit etwas zu füllen, um es zu einem großen Ganzen zu machen. Und auf der anderen Seite aber auch auf die Frage bezogen, muss ich jetzt wirklich operativ ran? Ich muss mich ja erstmal fragen, was mache ich denn bisher? Und wenn ich beispielsweise in der Regel CRM-Maßnahmen mache, wo ich eigene Daten gesammelt habe und Newsletter, App-Pushes oder sonst was verschicke an meine wichtigsten Kundenkontakte, dann kann ich das auch in der Zukunft noch, weil es sind ja die Daten, die dem jeweiligen Brand, der Brand gehören. Aber wenn das nicht mit, ja, ich mache eigentlich nur das und will das auch weiterhin machen, die Antwort ja lautet, dann muss ich mir natürlich eben genau über solche Partnerschaften oder andere Lösungen Gedanken machen. Das Thema Social Media ist ja auch eins, was immer mal wieder aufkommt, wenn über dieses Thema diskutiert wird, weil man natürlich über Social Media auch sehr gut targeten kann. Kolja, ist es aus deiner Sicht auch eine gute Alternative, eine gute Möglichkeit zusätzlich? Ich würde nicht sagen Alternative. Ich meine, wir müssen betrachten, in den letzten 10 Jahren haben wir massive Budgetverschiebungen in Richtung Social Media, in Richtung der Walled Gardens gesehen. Da muss man sich die Frage stellen, warum ist das der Fall? Wir glauben oder wir sehen das sehr, sehr stark in der Kommunikation, dass ich natürlich auf den großen Plattformen auf der einen Seite eine hohe Reichweite habe, eine Adressierbarkeit und dass ich die Möglichkeit habe, meine eigenen CRM-Daten mitzubringen, also zu targeten auf meine eigenen Konsumenten oder im Umkehrschluss zu sagen, ich möchte meine eigenen Konsumenten eben nicht mehr ansprechen bei einer Neukundenkommunikation. Der zweite wichtige Punkt ist, dass ich auch meine Transaktionsdaten an die Social Media Partner schicken konnte in Vergangenheit oder nach wie vor noch. Und daraufhin wurden Kampagnen weiterhin optimiert. Schlicht und ergreifend muss man sagen, dass die Social Media Plattformen einen sehr, sehr professionellen Umgang mit Kunden, Konsumentendaten haben, weshalb Kampagnen sehr performant waren. Die Werbetreibenden aber relativ wenig darüber gelernt haben. Jetzt aber allerdings die Möglichkeit auch bestehen zu sagen, jetzt kann man das außerhalb der Walled Gardens, kann ich das genauso mit umsetzen. Und da kommt dieses Dreierkonstrukt ins Spiel, wie kann Retail Media als Supporter mit dem Werbetreibenden und weiterer Fläche zusammenarbeiten, um die gleichen Use Cases in einer breiteren Sicht umsetzen zu können, ohne in Walled Gardens zu denken, sondern wirklich zu sagen, wie kann ich das breit umsetzen, also einen unglaublich großen Benefit und einen Mehrwert. Deswegen sehe ich das immer als eine Ergänzung und es ist Teil. Ich meine, ich habe einen Media-Mix, der bezieht sich auf unterschiedliche Medien, der bezieht sich innerhalb der Medien auf unterschiedliche Publisher oder Destinationen, Social-Media-Plattformen, was auch immer. Und letzten Endes muss ich als Werbetreibender immer herausfinden, wer liefert mir meinen Return on Advertising Spend. Und ich glaube, das wird in naher Zukunft immer wichtiger werden, den Nachweis erbringen zu können, was die Wirksamkeit angeht, dahingehend zu optimieren. Und da muss ich immer ganzheitlich denken und nicht in einzelnen Sparten. Da versuche ich als Kunde natürlich so breit wie möglich mich aufzustellen. Interessanter Punkt, finde ich, den du ansprichst, ist ja immer wieder eine Kritik gegenüber der Social-Media-Netzwerke, der Walled Gardens, dass die Daten eben dort bleiben und total intransparent für die Werbungtreibenden sind. Retail Media geht da unter Umständen anders mit um? Oder Aileen, wie würdest du das sagen, wie transparent ist es aus Sicht eurer Werbungtreibenden, was auf der Plattform bei euch passiert? Also das Schöne ist, dass wir unsere eigenen Daten eben in die Walled Gardens rein transferieren können, indem wir sie miteinander kombinieren und auf den Social-Plattformen die User ansprechen, wo wir wissen, dass es unsere Konsumentin und die relevante Konsumentin für eine bestimmte Brand. Also insofern, Walled Gardens
haben ihre Berechtigung schon immer gehabt, werden sie auch haben. Ich glaube nicht, dass das sich jetzt nochmal komplett verlagert. Wie Kolja sagt, es gibt im Zweifel eher mehr Möglichkeiten jetzt, über die man nachdenken sollte, wie man eben den Connect hinbekommt, dass es nicht nur im Silo immer bleibt, was man sich anschaut. Für uns ist aber eben das Schöne, wie gesagt, wir können es offboarden, wir können dann wiederum auch lernen, was passiert in den Wallet Gardens mit unseren Konsumentendaten im Sinne der Kampagnen-Performance und können das natürlich nutzen, um dann wieder Reverse-Funnel sozusagen auch zu denken. Ja, und im Prinzip denke ich, dass wir da zwar auch irgendwo in einem Silo noch unterwegs sind, aber zumindest sicherstellen können, dass wir weiterhin relevant sind. Verteilt es so ein bisschen mehr die Gewichtung vielleicht weg von den Wallet Gardens jetzt in mehr Kanäle oder wie hast du das Gefühl, entwickelt sich das? Also noch sehe ich jetzt keinen besonders großen Shift. Ich glaube, das ist einfach weiterhin die Targeting-Möglichkeiten zu nutzen, die es gibt in den Wallet Gardens. Aber ich kann wirklich nur wiederholen zu sagen, es geht am Ende jetzt darüber hinaus herauszufinden, wie kann ich denn über verschiedenste Plattformen unabhängig meinen Konsumenten identifizieren, was über ihn lernen, mit wem kann ich dann partnern, um ihn auch unabhängig von den Wallet Gardens ansprechen zu können. Ja, super wichtiger Punkt. Ich würde noch gern einen Schritt weitergehen Richtung Effektivitätsmessung machen. Da bist du die Expertin hier in der Runde sozusagen. Hat das Ende des Third-Party-Cookies denn auch auf die Effektivitätsmessung von Werbekampagnen einen Einfluss? Ja, auf jeden Fall. Also auf einer Seite geht es natürlich darum, ich kann Personen identifizieren und nachverfolgen auf ihrer Online-Journey und kann sie dann besser zielgerichtet ansprechen. Die andere Seite ist aber auch, ich kann auch herausfinden, wer war meiner Werbung ausgesetzt oder exposed zu meiner Werbung. Und das hat man in der Vergangenheit halt gern benutzt, zum Beispiel in Multitouch-Attributionsmodellen. Die waren auch nicht immer unbedingt, was man gedacht hatte, was sie bringen können, aber sie waren eine Art, schnell und granular Feedback zu bekommen. Hat jetzt jemand online zum Beispiel auf eine Display-Ad geklickt und wurde konvertiert, wie auch immer, dann konnte man Wichtigkeit den einzelnen Touchpoints zuschreiben. Das Zweite ist, man hat es in Marktforschung genutzt. Also zum Beispiel, indem man wusste durch Cookies, hier hat jemand die Werbung gesehen, hat man Control- und Exposed-Gruppen aufgesetzt, hat die verglichen, haben die zum Beispiel dann Unterschiede in einer Befragung in Kaufwahrscheinlichkeit oder Markenwahrnehmung oder wie auch immer. Mal einfach so ganz einfach gesagt als Grundlage. Und dieser Hintergrund, also diese Möglichkeit herauszufinden, wer hat meine Werbung eigentlich gesehen, die fällt jetzt für diese Messlösungen weg. Heißt aber nicht, um mal zurückzukommen, ist es eigentlich schlimm, hast du vorhin gefragt, ist auch nicht so schlimm. Ich bin eigentlich jemand, die sagt, ich finde es gar nicht so schlecht, dass der Cookie wegfällt, weil es auch gute Auswirkungen hat in dem Sinne, es zwingt alle mal wieder etwas strategischer zu denken. Also eins, was wir gesehen haben, auch durch diese schnellen Messmöglichkeiten und diese Möglichkeit, jeden Tag an einem Schräubchen zu drehen und hier was zu machen und dort was zu machen, wurde wirklich so die Strategie, haben wir vorhin drüber gesprochen, komplett aus den Augen gelassen. Es wird dann oft nur noch auf kurzfristige Umsätze geschaut. Es wird wirklich nicht mehr erstmal einen Schritt zurückgegangen. Was möchten wir erreichen? Was möchten wir kurzfristig, langfristig erreichen? Ziele zu setzen und dann eben das auszuführen. Und es gibt eben auch alternative Lösungen zu diesen cookie-basierten Lösungen. Kannst du da noch mal ein, zwei nennen, die vielleicht relativ einfach umsetzbar sind? Oder ist der Markt da vielleicht noch im Wachsen, sage ich mal, im Werden? Also der Markt ist in Deutschland noch im Werden. Wenn man aber die CMOs in Deutschland fragt, ist eins der größten Herausforderungen fürs nächste Jahr, das sie sehen, ist der Nachweis des ROI für ihre Marketingaktivitäten. Also es ist im Kommen. Wir sind ein bisschen hinterher jetzt zum Beispiel zur UK, aber es ist im Kommen. Und ich sage das natürlich, weil wir bieten Marketing-Mix-Modellierungen an, eine sehr moderne, technologiebasierte Lösung. Es ist aber tatsächlich, ich war letzte Woche auf einer Konferenz in London, es ist in aller Munde jetzt die Lösung, die wirklich ein Riesen-Revival erlebt, weil sie eben nicht von nutzerbasierten Daten unbedingt abhängt. Haben vielleicht einige schon mal gehört, vielleicht mal ganz kurz zu erklären, was es eigentlich ist. Sehr gerne. Also eine Marketing-Mix-Modellierung, wenn man sich mal vorstellt, hier ist eine rote Linie, das ist der Abverkauf, den ich habe für mein Produkt. Dann schauen wir uns an, alle Faktoren aus dem Marketing heraus, aber auch Marktfaktoren wie Inflation, Wetter, Corona, Lockdowns, all diese Dinge werden in ein Modell reingeworfen, um zu schauen,
wie stark erklären diese einzelnen Faktoren am Ende den Abverkauf? Und dadurch kann ich bestimmen, wie wirksam war die TV-Kampagne A im Vergleich zu Digital Display Ad B. Und ich kann das über die Zeit dann nicht nur in der Wirksamkeit nachweisen, ich kann auch schauen, was ist der Return of Investment und kann letztendlich dann, was auch super interessant ist im Moment, Simulationen laufen lassen. Ganz heißes Thema jetzt gerade, weil viele sagen, okay, toll zu verstehen, was bisher funktioniert hat, aber was mache ich nächstes Jahr, wenn dann Inflation, Rezession vor der Tür steht. Also dann auch Szenarien laufen zu lassen, wie was passiert, wenn Nachfrage 10% nach unten geht oder wenn meine Medienkosten um 5% nach oben gehen oder wie auch immer. Also solche Dinge zu machen und all das geht eben ohne Nutzerlevel-Daten und auf eine wesentlich granularere Ebene, als es früher der Fall war. Du hast das Thema Inflation, Krise schon angesprochen. Wird es in solchen Zeiten wie jetzt wichtiger, die Effektivität zu messen, weil Budgets knapper bemessen sind, vielleicht man sich genauer überlegt, wohin man sein Geld wirklich steckt? Also das ist im Moment auch die Hauptfrage, die wir bekommen. Das eine ist, wie kann ich überhaupt mein Marketingbudget verteidigen und auch zeigen, dass es einen wirklichen Return bringt für das Unternehmen und nicht nur eine nette Aktivität ist intern. Also entweder ist es der Nachweis der Wirksamkeit des Budgets und auch die Optimierung dessen, was rauskommt, also wie kann ich ideal meine Ausgaben verteilen, um noch mehr aus meinem Budget rauszuholen. Das zweite ist, dass wir Kunden haben, die sagen, wir haben Budgetkürzungen nächstes Jahr. Wenn das tatsächlich der Fall ist, wie können wir trotzdem nicht an Umsatz einbüßen? Also da zu schauen, wie schichtet man um, was macht man anders, um das Gleiche rauszuholen. Und das dritte, wie gesagt, sind eben diese Zukunftsszenarien. Also im Moment, da ist viel Unsicherheit da. Und da ist ein ganz großer Bedarf da auch zu sagen, könnt ihr uns da irgendwie Voraussagen machen? Könnt ihr uns helfen, verschiedene Szenarien durchzuspielen? Und das machen wir dann halt auch. Bitte, Kolja, du wolltest was sagen. Ja, ich kann dem zustimmen, auf jeden Fall. Der Fokus wird wesentlich stärker darauf sein, was hat mir wirklich was gebracht. Mhm. Ich glaube, es ist für Werbetreibende dann der nächste Schritt, aber auch unglaublich wichtig zu sagen, nicht nur, was habe ich daraus gelernt, sondern wie kann ich das replizieren, was gut war und wie kann ich das weglassen, was nicht so gut funktioniert hat. Ja. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung. Da gibt es viele Möglichkeiten. Du sagst eben, cookie-los kann man das schon viel machen, was auch gut ist, weil ein Cookie hat ja keinen Personenbezug, es ist ja nur ein Device-Bezug. Also wenn ich 50 Cookies beispielsweise habe, dann kann das im Best Case sind das 50 User mit jeweils einem Cookie. Im Worst Case ist das ein User mit 50 Cookies und dann habe ich gar nichts gewonnen. Also das ist mehr oder weniger ein Raten. Deswegen glaube ich schon, dass es ganz, ganz wichtig ist, auf einer People-Based-Ebene Measurement durchführen zu können, aber dann auch den nächsten Schritt zu machen, wie kann ich das replizieren, was gut funktioniert hatte und wie kann ich entsprechend auch genau steuern, wo sollte ich mein Media-Inventar besser investieren, wie kann ich diese Learnings wieder benutzen. Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wenn man auch mit den Messlösungsanbietern spricht, sieht man jetzt doch ganz klar, dass die natürlich dann jetzt auch an ihre Kunden herantreten und sagen, naja, damit wir messen können in Zukunft über jetzt Server-Side-Tracking mit einem First-Party-Cookie, ja, das ist natürlich auch in Zukunft weiterhin völlig unproblematisch möglich, brauchen wir tatsächlich Daten von euch. Ne? Und das ist natürlich auch ein interessantes Thema, wie das weitergeht. Da kommt man dann wieder an den Punkt, wem stelle ich denn was zur Verfügung? Möchte ich das überhaupt? Unter welchen Rahmenbedingungen? Ne? Also wenn man so die Produktthemen in dem Bereich kennt, ist das natürlich schon ein Thema, was jetzt kommt. Ne? Ich glaube, eins, was hier noch wichtig ist, ist zu dem, was du auch gerade gesagt hast, ist, sei es Targeting-Lösungen, sei es Messlösungen, keine davon kann alles. Und ich glaube, damit muss man sich auch mal abfinden und zu sagen, also auch ein Marketing-Mix-Modell kann ich alles messen. Und wir haben es vorhin ja gesagt, wo ist dein Absprungpunkt, wo du dann sagst, okay, aber hier brauche ich jetzt die Medienagentur oder ich brauche eine Studie oder ich muss ein Experiment durchführen oder ich brauche eben User-Level-Data, damit ich jetzt den nächsten Schritt in der Aktivierung auch machen kann. Also dieses Zusammenspiel muss man, glaube ich, akzeptieren, muss es geben. Es gibt keine eine Lösung, die eben alles machen kann. Aber das ist ja auch in Ordnung so. Und vor allem das, was keiner alleine umsetzen kann. Und das merkt man, dass das Thema Partnerschaften viel, viel wichtiger wird. Also wie kann ich mich einbringen, aber nicht, ich gebe das der Gesamtheit zur Verfügung, sondern auf einem partnerschaftlichen Level, was habe ich, was für dich interessant sein könnte und du hast etwas, was für mich unglaublich wichtig ist und insbesondere der Bereich Retail ist für Markenartikler, es kommt nicht von irgendwoher, warum da gerade so viel Fokus drauf ist, gerade durch das Wegfallen auch des Cookies, weil ich hier Use Cases umsetzen kann, die ich in der Vergangenheit nicht hatte, nämlich du hast Transaktionsdaten, kannst du mir sagen, wer meine Produkte gekauft hat
Und auf der anderen Seite war die Möglichkeit gewesen, gib mir deine Werbedaten, dann sage ich dir, wer sie gekauft hat. Ja. Und das war, da ist man nicht zusammengekommen. Jetzt hat man also die Möglichkeit zu sagen, man hat ein neutrales, gesichertes Umfeld, ein Trusted Partner. Und man hat hier die Möglichkeit zu sagen, okay, wir führen hier, das ist eine Vertrauensbasis, die man aufbauen muss. Und wir arbeiten viel mit Retailern zusammen, die da diesen Schritt gehen und sagen, okay, fangen wir mal mit dem Schritt 1 an. Gibt es in den Cleanroom quasi Informationen, wer hat Werbung gesehen, und wir können von der anderen Seite sagen, wer hat Produkte gekauft, wer hat deine Marke gekauft, wer hat deine Kategorie gekauft, erstmal noch nichts weiter. Ein zweiter Schritt kann dann sein, wie kann ich den nächsten Schritt machen, wie kann ich auf bestimmten Transaktionsdaten Kategoriesegmente umsetzen in meinem eigenen Inventarumfeld oder extern. Und die dritte Stufe ist dann, wenn Vertrauen auf beiden Seiten aufgebaut wurde, dann zu sagen, okay, ich gebe dir Transaktionsdaten aus der Kategorie oder sogar auf Brand-Level-Ebene zur Verfügung, damit du sie in deinem Umfeld, in deiner Kategorie oder beziehungsweise auf deinen Destinationen für den Media-Einkauf nutzen kannst. Mhm. Das ist also ein Prozess und nicht von jetzt auf gleich, aber das ist da, wo die Chancen, das Potenzial zwischen Retail und Werbetreibenden momentan unglaublich stark sind und unglaublich viel Dynamik entsteht. Und wir sehen das tatsächlich auch in der Messung, also wie wir mit Retail-Media immer mehr arbeiten, ist, dass wir Partnerschaften für die Kunden aufbauen mit den Retail-Media-Anbietern und zum Beispiel dann sagen, okay, manchmal wird es Co-Funding gemacht oder es wird ein Agreement gefunden, wo wir die granularen Daten von jemandem wie euch dann bekommen. Und dadurch können wir die in ein bestehendes Modell einbauen und können dem Kunden zum einen erklären, speziell, wie kannst du Douglas-Verkauf antreiben mit dem gesamten Medienmix? Und das Zweite ist, du kannst granulare dann schauen, wie wirksam waren denn meine Douglas-Medienaktivitäten? Und zwar auch nicht nur auf den Abverkauf bei euch bezogen, sondern über alle Kanäle hinweg. Und dann haben beide Seiten eben was davon, weil beide haben so einen Wissensgewinn. Und da sehen wir auch immer, also ist auch der Wille zu den Partnerschaften ist da relativ groß. Ja, und letztlich haben wir auch alle das gleiche Ziel. Wir wollen die Marken stärken, wir wollen damit Umsatz machen und damit ist allen geholfen. Mhm. Eigentlich ist das eine super Situation. Gell? Ja. Sag du, ist alles sehr gar schön. Nicht. Also alles am Ende wird alles besser. Die Frage stelle ich euch nachher zum Schluss nochmal. Jetzt haben wir wirklich schon sehr, sehr konkrete Beispiele gesehen, was ich total nutzwertig finde und echt super. Aber es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten, was man jetzt tun kann und vielleicht auch muss. Muss ich jetzt alles tun? Muss ich jetzt auf allen Baustellen arbeiten oder wie finde ich raus, was für mich jetzt die richtige Lösung ist, um mein Marketing voranzutreiben? Vielleicht startest du mal, Achim. Ja, also ich glaube, erstmal wieder muss man natürlich zu dem Punkt zurückkommen, was ist denn meine eigene Strategie, weil davon natürlich auch ein bisschen die Lösung abhängt, die ich wählen möchte. Und dann, sage ich mal, das habe ich auch häufiger schon mal gesagt, sollte man vielleicht auch mal anfangen tatsächlich. Mhm. Es gibt ja schon, also jetzt auch einfach mal Erfahrung sammeln. Es gibt ja schon genug tatsächlich auch Angebote oder Möglichkeiten, schon mal erste Erfahrungen, gerade im Bereich mit, wie funktioniert das eigentlich mit so einer First-Party-Kampagne im Bereich Retail-Media, woanders. Da passiert ja gerade relativ viel, da läuft ja gerade relativ viel. Gerade wenn ich jetzt Werbetreibender bin, kann ich da auch erstmal Erfahrungen sammeln und gucken, wie funktioniert das eigentlich? Funktioniert das überhaupt? Wie sind die Kennzahlen, die da am Ende rauskommen, um Erfahrungen zu sammeln, um dann vielleicht daran auch andere strategische Entscheidungen abzuleiten, mit wem ich dann da vielleicht selber zusammenarbeiten möchte oder ob man da vielleicht auch sehen kann, dass da vielleicht für mich ein Uplift drin wäre, wenn ich jetzt selber versuche, meine Datenstrategie zu skalieren und zu sehen, mit wem möchte ich dann eigentlich zusammenarbeiten. Mhm. Marit, du nickst. Wie sollte man aus deiner Sicht vorgehen, um die richtige Lösung für sich zu finden? Ich hätte jetzt auch gesagt, erstmal Strategie anschauen. Das Zweite ist, mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Was habe ich eigentlich, wie du vorhin gesagt hast, wo sind die Lücken, was ist meine Data Roadmap? Ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Mindset-Sache und ist auch zu deinem Punkt, Achim, so Trial-and-Error-Mindset. Ich glaube, während Corona hatte jetzt natürlich nicht sein Gutes, aber was wir alle gelernt haben, ist wesentlich agiler sein zu müssen. Und ich hoffe, wir können uns das ein bisschen bewahren und einfach auch mal Dinge auszuprobieren, Experimente zu machen, zu gucken, was passiert und ein bisschen loszulassen von der Vorstellung, dass alles immer ein großes, perfekt geplantes, langfristiges Projekt sein muss. Manchmal ist es einfach ein Ausprobieren und dann ein Anpassen. Mhm.
Aileen, sollte jeder jetzt mit Retail Media starten aus deiner Sicht? Absolut. Natürlich. Nein, aber Spaß beiseite. Ich denke, was wir halt eben als absoluten Mehrwert liefern können, ist überhaupt mal an so ein vollständiges Konsumenten- oder Buying-Profil heranzukommen. Weil oft ist ja wirklich die Frage, man hat Ideen, wen möchte man ansprechen, stellt dann aber in der Realität fest, naja, irgendwas fehlt mir eigentlich an Informationen, um meine Marketing- und Mediastrategien und auch Entscheidungen dahingehend auszurichten, was denn wirklich das volle Bild ist. Und ich möchte am Ende ja eine Customer Experience ermöglichen, die mir zum Erfolg verhilft. Und da sehen wir uns tatsächlich als Partner, um genau diese Lücken auch schließen zu können, was das komplette Konsumentenprofil beispielsweise angeht. Und im Endeffekt mit dem Shop und der Plattform im Rücken auch die Nähe wirklich zum Kauf. Also insofern gibt es da auch unterschiedliche Use Cases. Nicht jede Brand muss bei uns oder sollte bei uns die gleichen Dinge umsetzen. Es kommt wirklich drauf an, was ist die Challenge. Und genau da können wir in unsere Daten gucken und das herausfinden und gemeinsam Lösungen entwickeln. Apropos jeder, macht es aus eurer Sicht in erster Linie Sinn, Retail Media auf eurer Plattform zu schalten, wenn man auch bei euch verkauft, oder geht es auch darüber hinaus? Das ist immer der Startpunkt, sich wirklich im E-Commerce-Umfeld aufzuhalten, weil man ist dort nah an der Conversion, nah am Kauf und kann da nochmal den letzten Impuls setzen, so wirklich dort präsent zu sein, visibel zu sein, den Demand auch wirklich abzufangen. Aber je nachdem, wie ich vorhin auch sagte, was die Challenge einer Marke ist, vielleicht ist sie einfach noch nicht sichtbar genug generell oder hat noch nicht das Awareness-Level erreicht, da müssen wir schon auch höher im Funnel anfangen und können da aber auch sicherstellen, dass wir nicht mit der Gießkanne unterwegs sein müssen, sondern direkt die richtigen Leute auch im Upper Funnel adressieren, um sie dann immer wieder zu uns in den Shop zu leiten und den Konsumenten letztendlich zu seiner Kaufentscheidung zu bringen und ihn dabei zu begleiten. Okay. Wir wollen noch über das Thema Standardisierung sprechen. Das ist ja immer so, wenn so ein Markt am Anfang ist und im Bereich Cookie-Kalypse sozusagen sind wir ja noch am Anfang, beziehungsweise sie ist noch nicht da. Brauchen wir Standards, wenn es um Messung geht, Vergleichbarkeit geht? Was würdest du sagen, Aileen? Also ich glaube, Standards nicht im Sinne von, es muss die eine zentrale Lösung geben, weil die wird es nicht geben. Ich denke eher, dass es mit Standards helfen kann, dass man überhaupt in diesem Dschungel zurecht sich findet und eine Art Guidance bekommen kann. Und da sehe ich persönlich uns alle, Advertiser, Publisher, Tech-Anbieter, in einem Boot, genau dieses Thema aufzurollen. Aber es kann auch beispielsweise helfen, so wie jetzt auch der BVDW oder IAB anfängt, Retail Media wirklich greifbarer zu machen und was KPIs und Co., Formatvergleichbarkeit zu standardisieren, auch hier irgendeine Form von Hilfestellung zu geben, Dinge einzuordnen. Und dann am Ende, wenn das Thema Cookie-Kalypse wirklich durchlebt wird, man dann auch wiederum weiß, okay, was sind denn jetzt neue Gütekriterien, wenn es um Erreichbarkeit von Zielgruppen und so weiter angeht. Also ich denke, das kann durchaus helfen, um nicht nur Wissen aufzubauen, sondern auch Hilfestellung zu geben und in der Zukunft auch wieder mehr Vergleichbarkeit in Kampagnenergebnissen beispielsweise herzustellen. Mhm. Maren, wie siehst du das aus Messungssicht sozusagen? Braucht es da eine bessere Vergleichbarkeit? Brauchen wir da KPIs, die plattformübergreifend die gleichen sind? Ich glaube, aus einer Messsicht, ich würde auch eher sagen, sowas wie Gütekriterien. Also ich werde häufig gefragt, worauf achte ich denn jetzt, wenn ich eine neue Messlösung aussuche? Ich würde sagen, das eine ist, und die kann man eigentlich auch schon nennen, weil ich glaube, die sind nicht unbedingt so lösungsgebunden, ist, dass es ganzheitlich sein muss heutzutage. Es ist vor allem so fragmentiert, wie die Dinge sind. Wir wissen mittlerweile alle, glaube ich, dass Kanäle zusammenspielen, dass wir ganzheitliche Lösungen haben, dass es Lösungen sind, die kurz- und langfristige Ziele mit berücksichtigen können, dass sie die Dinge in einer Währung eben auch messen. Und das Dritte ist, dass sie agil sind, also dass du mit der Zeit, anstatt neue Lösungen für neue Formate zur Messung einzubringen, dass in deine bestehende Lösung du neue Formate gleich mit ein integrieren kannst, also diese Flexibilität. Und ich glaube, das reicht eigentlich schon fast an Gütekriterien. Nur um nochmal auf den Punkt zurückzukommen von vorhin, Mut zur Einfachheit, weil sonst wird es schon wieder sehr komplex, weil wenn man die drei Dinge schon mal abgehakt hat, ist schon mal was. Mhm.
Eileen, arbeitet ihr denn im BVDW tatsächlich auch schon daran? Ist das da ein Thema? Also an dem Cookie-Thema jetzt als Einzelthema nicht, aber die Initiative wurde ja vor kurzem gegründet, um generell das Thema Retail Media als Ganzes einfacher greifbar zu machen, wo man versucht, eben Formate vergleichbarer zu machen. Welche Lösungen gibt es da überhaupt am Markt? Welche KPIs stehen dahinter? Und sicherlich ist das ein Thema, was natürlich in das Ganze mit reinspielt. Aber das ist eben genau das. Ein Thema muss erstmal ein bisschen reifen, bevor man dann auch wieder hingehen kann und sagen kann, man möchte irgendwo Vergleichbarkeit herstellen. Und absolut, das wird aus meiner Sicht daher schon, tut es jetzt schon, aber auch noch eine größere Rolle spielen in der Zukunft. Collier, ihr seid ja ein Tech-Anbieter auf diesem Gebiet. Setzt ihr euch auch mit dem Thema Standardisierung, Vergleichbarkeit auseinander? Ja, ich würde es nicht unter Standardisierung sehen, sondern wahrscheinlich eher unter Aufklärung. Wir sind ja auch Mitglied im BVDW, da gibt es Arbeitsgruppen zum Thema Cleanroom. Es gibt White Paper, die da auch schon geschrieben wurde über Identity-Lösungen, damit ich das Thema, was, wenn kein Cookie mehr da ist, was muss ich tun, worauf sollte ich setzen, also was sind so Kriterien, Gütekriterien sozusagen. Zum Thema Cleanroom wird momentan natürlich daran gearbeitet, auch innerhalb des BVDWs in der Arbeitsgruppe, um da, ja, ich würde es, wie gesagt, nicht Standards nennen, sondern einfach auch Aufklärung, worauf sollte man setzen, was bedeutet es, welche Use Cases kann ich überhaupt damit abbilden. Ich glaube, zum Thema KPIs, da definiert so wahrscheinlich jedes Unternehmen für sich, was ist für mich wichtig, was ist für mich das KPI, dass es zu berücksichtigen gilt. Und letzten Endes wird es der Return Advertising Spend sein, weil man natürlich sehen will, was hat irgendwie zu Umsätzen geführt. Also das, was Maren auch schon sagte. Ja, das wird zunehmend wichtiger werden. Und da hilft natürlich eine gewisse Unterlage, auch eine gewisse in Verbänden organisiert die Arbeit, dass man sich mit den Themen auseinandersetzt und dort Aufklärung betreibt. Nichtsdestotrotz muss ich mich als Unternehmen natürlich dann mit den Lösungen auseinandersetzen, muss dann mit den einzelnen Anbietern sprechen, muss dann auch für mich herausfinden, was deckt meinen Bedarf ab? Wie kann ich das am besten kombinieren? Also Interoperabilität ist eines der Schlagworte, die natürlich sehr, sehr wichtig sind, aber auch globale Skalierbarkeit, weil wir natürlich über eine Lösung sprechen, die dann nicht nur für den deutschen Markt relevant sein muss, sondern wenn ich jetzt im Bereich Retail Media, die wenigsten sind pur auf den deutschen Markt bezogen, sondern da bin ich in Multimärkten unterwegs, dann brauche ich natürlich auch da wieder Lösungen, die ich nicht, dass ich nicht jedes Mal wieder bei Null anfangen muss. Also das sind so klassische Kriterien, auf die man da dann immer setzt. Das sind aber Inhalte der White Papers dann entsprechend. Ja, und ich glaube, beim Thema Kompatibilität, um jetzt nochmal die Fahne für die Technologiestandardisierung hochzuhalten, sind wir nämlich da natürlich auch da angelangt, weil im Endeffekt wird die Kompatibilität nur erreichbar sein, wenn man dann auch sagt, okay, das sind jetzt die Technologiestandards, wie eine Brand mit einem Cleanroom zusammenarbeitet, wie man einen Audience-Abgleich über einen Cleanroom oder vielleicht auch zwei macht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, wenn man sich jetzt eine Strategie überlegt und dann sagt, die funktioniert aber nur mit diesem einen Tech-Anbieter, dann kann das irgendwie nicht richtig sein. Ja, also das muss man sich dann immer so vor Augen halten. Und da passiert natürlich relativ viel im BVDW, in den internationalen Gremien dann auch. Und was man dazu sagen muss, was natürlich auch dazu passen muss, ist dann die Weiterentwicklung auch der Standards im Bereich Einwilligungsmanagement, Privatsphäre, weil wir ja ganz neue Datenflüsse bekommen dann, ganz neue Parteien, die auf einmal zusammenarbeiten. Heute ist ja alles sehr stark auf den Third-Party-Cookie und die Einwilligung für die Vendoren abgestellt an der Stelle. Das heißt, da werden wir auch fundamentale Änderungen sehen, wie dann die Privacy-Frameworks sich weiterentwickeln, wenn es um die Verarbeitung von First-Party-Daten geht. Und da ist natürlich in der Vergangenheit so ein Thema wie Cross-Device-Matching so im Fineprint irgendwo unten drin gewesen. Ne? Wenn man das jetzt aber vielleicht mit First-Party-Daten macht, wird das wahrscheinlich das wichtigste Thema sein am Ende, wie das gemacht wird, dann auch von der Transparenzperspektive. Verstehe. Lass uns nochmal ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen. Frage an dich, Achim. Müssen wir vielleicht mit unseren Marken als Werbungtreibende über die Cookies hinausschauen, um uns nachhaltig zukunftsfähig aufzustellen und vielleicht auch ja, ein Stück weit unabhängig aufzustellen? Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, was mich immer ein bisschen stört in der Debatte, ist dieses Thema Post-Cookie. Also erstmal betrifft der Cookie ja auch nur einen Kanal. Ja, also im Wesentlichen eigentlich der Display-Markt, der Browser-Markt. Auf dem Markt ist der Cookie schon in dem Sinne, wie wir davon sprechen, ja zu 50%, sage ich mal, mindestens gar nicht mehr existent an der Stelle. Das heißt, man wundert sich dann immer, dass wir immer sagen, ja, 24 ist er weg. Aber eigentlich habe ich ja in den meisten, also gerade aus jetzt Buy-Side, Werbetreibender, habe ich vielleicht einen sehr starken Fokus auf Mobile
Ja, hat man ja gerade auch im Retail-Media-Bereich. Da sind manche Leute 60, 70, 80, 90% eigentlich nur noch mobile unterwegs. Ist das Thema völlig irrelevant an der Stelle. So, jetzt haben ja viele lange gedacht, ja, wir haben ja Mobile Ad Identifier, alles wunderbar. Ne, dann stellt man fest, oh, hups, die gehen ja auch weg. Ne, das heißt, man muss schon eine völlig unabhängig vom Kanalstrategie haben. Wie baue ich den Kundenkontakt auf, wenn ich das denn möchte? Wie verwende ich die Daten danach? Das heißt, sowohl nur über den Cookie nachzudenken, ist zu kurz. Man muss über alle Kanäle am Ende nachdenken. Aber ich glaube, die gute Nachricht, meiner Meinung nach werden die Lösungen auf allen Kanälen nachher ähnlich sein. Weil ob ich den Kundenkontakt jetzt im Display-Bereich auf dem Browser aufbaue oder in der App, das sollte alles schon den gleichen Kriterien entsprechen, dem gleichen Framework entsprechen und nachher auch über die gleiche Technologie abgebildet werden. Das heißt, an der Stelle muss man jetzt aus meiner Sicht nicht für jeden Kanal nochmal eine eigene Datenstrategie entwickeln, sondern das Thema sich ganzheitlich angucken. Mhm. Aileen, das heißt, für euch ist es dann auch egal, Mobile, Desktop etc., das macht für euch wahrscheinlich jetzt schon keinen Unterschied, oder? Ja, wir sind da jetzt schon ziemlich flexibel unterwegs, genau. Insbesondere, wenn wir in unseren eigenen Owned-Kanälen unterwegs sind. Da machen wir uns aktuell keine großen Sorgen. Okay. Bitte. Ja, ich glaube auch gerade durch das Thema Identity gibt es die Möglichkeit, wenn ich jetzt wie ein Douglas über ein eigenes Loyalty-Programm verfüge, meine Nutzerdaten habe, also meine Nutzer wirklich kenne, einen Personenbezug herstellen kann, dass ich das natürlich auch außerhalb meines eigenen Retail-Media-Inventars auch umsetzen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt und hochinteressant für Werbetreibende natürlich. Auf der einen Seite nicht nur, und das ist so ein bisschen mein Appell auch so Retail-Media, nicht nur als Media-Inventar-Anbieter zu sehen, sondern auch die Informationen, die ein Retail-Media-Anbieter zur Verfügung stellen kann, mal wirklich durchzudenken und zu begreifen, welche Möglichkeiten mir hier entstehen, die ich auch außerhalb, also natürlich innerhalb des Inventars, aber auch außerhalb in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Retailer umsetzen kann. Und das ist nicht nur jetzt plattformübergreifend, ob es jetzt Social, ob es jetzt Mobile oder Display ist, ob es im Bereich CTV geht, also über alle Kanäle hinweg kann ich das dann realisieren. Und das ist natürlich extrem spannend für Werbetreibende, wenn sie wissen, ich kann nicht nur das Measurement Analytics, sondern auch die Aktivierung kanalübergreifend einsetzen. Mhm, absolut. Wie ist es denn um das Thema Marke bestellt? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist jetzt sozusagen der höchste Punkt des Funnels, würde ich sagen. Wird die Marke grundsätzlich wichtiger in einer Post-Cookie-Welt? Achim, was sagst du? Ja gut, also ich glaube, das ist aus meiner Perspektive letztendlich immer ein Thema aus Kundenbindungssicht. Wenn eine Marke natürlich attraktiv ist, Kunden anziehen kann, dann in dem Sinne auch als Retail-Marke interessant ist, da nochmal ein Retail-Media draufsetzen kann, dann steht man natürlich immer besser da, genauso wie der klassische Publisher. Ja, also wer Attention auf sich ziehen kann in der Zukunft, der ist in seinem eigenen, sagen wir, in seinem eigenen Silo gut aufbehalten, wenn er das hoch genug skaliert bekommt. Die Herausforderung wird dann, ich glaube, Jessica hat das eben, wie sieht die Oase aus, genannt, ja, also mit wem kollaboriere ich dann? Aber klar, natürlich ist man da, die Marke ist dann wichtiger. Allerdings muss man dann natürlich auch gucken, die Marke auch nachhaltig zu verwenden an der Stelle. Ne? Das heißt, wenn ich die Daten einsetze, gerade auch außerhalb meines eigenen Spielfelds, muss ich natürlich dann sehr genau darauf achten, die Marke nicht wieder zu beschädigen, weil ich irgendwie vergessen habe, dass die Daten mir nicht weggelaufen sind und warum ich den Nutzer eigentlich über meine eigenen Kanäle ansprechen kann und er das auch nachher versteht, nachvollziehen kann. Das ist, glaube ich, da ein wesentlicher Aspekt. Also Markenkonsistenz sozusagen über alle Kanäle wird noch wichtiger jetzt. Ja, gerade wenn ich dann als Marke tatsächlich meine Daten zum Einsatz bringe, dann ist natürlich dann für die Gesamtnutzeransprache innerhalb von Nachhaltigkeit, das ist dann über die Kanäle besonders wichtig, dass ich da auch ein Konzept habe, wie ich dann entsprechend die Daten auch in der Kontrolle halte. Ja, ja. Ja. Ich glaube, den größeren Einfluss, den ich sehe bei Marke, ist gar nicht so sehr die Post-Cookie oder wie wir es genannt haben, sondern eher unsichere Zeiten, die kommen. Also entweder, glaube ich, auf der einen Seite wird die Marke mehr vernachlässigt werden, weil sich alle auf kurzfristigen Umsatz konzentrieren wollen. Und da ist dann das erste Opfer häufig Markeninvestment, obwohl wir wissen, dass es nicht unbedingt das Beste ist. Oder es kann sein, auf der anderen Seite, wenn mehr gemessen wird, dann geht es auch darum, so Abstrahleffekte und Synergieeffekte zu maximieren. Da sind groß ganz viele Savings drin für Kunden. Und da wird dann oft erkannt, wie wichtig eigentlich so eine Dachmarke ist, wie wichtig es ist, diese Marke über alle Plattformen hinweg wirklich voranzustellen. Also ich glaube, wir werden die sehen, die aufgrund des Drucks wirklich jetzt gut messen und dann die Marke weiter nach vorne stellen. Und wir werden aber auch die sehen, die sagen, okay, wir müssen wirklich dieses Jahr überleben. Jetzt steht es erstmal hinten an. Also ich glaube, das sehe ich als den größten Treiber im Moment, sogar mal unabhängig von den toten Cookies.
Ich denke auch, dass Marke dafür sorgt, dass wir in erster Instanz überhaupt in der Lage sind, auch einen Konsens einzuholen, weil wir versprechen können, dass wir, was wir mit diesen Daten tun und dass sie genutzt werden, um eine noch bessere Kauferfahrung zu machen. Und zum anderen ist es ja aber im Kontext von Werbung immer das Ziel, relevant zu sein. Und da ist, glaube ich, die Gefahr, da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht plötzlich seine Daten irgendwie überall rausstreut, ohne darauf zu achten, bin ich damit noch relevant? Weil wenn ich das nicht schaffe, dann wird es irgendwann auch wieder in die andere Richtung ausschlagen. Und ich denke, das ist auch noch ein Faktor, den man damit berücksichtigen soll, wenn es um Marke geht. Ich glaube, Marke war immer wichtig und wird immer wichtiger sein, weil wenn ich eine starke Marke habe, dann kann ich auch mal eine gewisse Zeit nicht nur in die Markenkommunikation investieren. Heißt nicht, dass man das nicht tun soll, aber das steht so eine Marke. Ich glaube, in der Zeit, und wir haben viel darüber gesprochen, First-Party-Daten aufbauen, eine Bindung zum Konsumenten aufbauen. Wie mache ich das? In der Regel, indem ich eine starke, sympathische Marke habe, damit ich die Bindung von den Konsumenten habe. Habe ich diese starke Markenbindung, habe ich das Vertrauen des Konsumenten, dann bekomme ich auch seine First-Party-Daten im Vertrauen, dass ich schon gewissenhaft auch damit umgehe. Natürlich besteht die Verantwortung dann auf meiner Seite, dann auch genau solches umzusetzen, also verantwortungsbewusst mit den Konsumentendaten umzugehen. Das wiederum bringt mich aber in den nächsten Schritt, dass ich wirklich auch aktiv mit den Daten arbeiten kann und erfolgreich damit bin, sei es Upper Funnel, Lower Funnel, mehr Umsatz generieren werde. Deswegen ist es unglaublich wichtig, die Marke da natürlich in den Fokus zu rücken. Und es wird unglaublich wichtig, um, wie gesagt, diese Bindung aufbauen zu können zu den Konsumenten und das letzten Endes dann auch in Umsatz wenden zu können. Absolut. Dann möchte ich jetzt nochmal die Frage stellen, über die wir kurz schon gesprochen haben. Wird jetzt alles besser? Wird jetzt alles schlechter oder in welche Richtung entwickelt es sich? Maren, du lachst schon so schön. Ich muss lachen, weil ich vor kurzem einen Artikel gelesen habe dazu, dass wir im Marketing natürlich auch Schlagzeilen mögen. Und eine davon ist immer der Tod von. Also entweder das ist der Tod des TV oder Google ist tot oder es ist der Cookie ist tot. Aber eigentlich, so sehr sich auch die Dinge verändern, erstens mal haben wir uns schon immer an diese Änderungen anpassen können und zweitens gibt es auch so ein paar Grundprinzipien des Marketings, die eigentlich relativ stabil sind mit der Zeit. Also, und wenn man sich an diese Regeln hält und wenn man mal einen Schritt zurücktritt und tief durchatmet, also ich glaube, es wird nicht einfach, aber ich würde jetzt mal sagen, es ist kein Weltuntergang, es gibt jetzt schon gute Lösungen. Man muss halt einfach, muss es anpacken, wie wir gesagt haben, mal einen ersten Schritt machen. Absolut. Kolja, bitte. Ja, also wir Deutschen neigen ja dazu, immer erstmal die negativen Aspekte zu sehen. Und was kommt alles auf uns zu? Und wie du eben schon sagst, ist der Tod von X, Y und Z. Und ich glaube, es ist immer hilfreich, optimistisch daran zu gehen, zu schauen, welche Chancen stecken jetzt für mich drin. Dieser übliche Spruch, jede Krise kann ich auch für was Positives nutzen. Das ist schon wichtig, auch zu schauen, welche Möglichkeiten bieten sich mir, was kann ich entsprechend tun. Ja. Und da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, neue Möglichkeiten. Und ich glaube, ja, es wird definitiv besser. Es wird anstrengend, definitiv, das kommt auch dazu. Aber es bieten sich unglaublich viele neue Möglichkeiten, die man umsetzen kann. Und auch mal links und rechts über den Tellerrand zu schauen, um zu sehen, welche Vorteile ich eigentlich auch genießen kann. Und ich glaube, da steckt extrem viel Potenzial für die nächsten Monate und Jahre. Ich würde die Zeit definitiv auch als Chance eher verstehen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Third-Party-Cookie initial ja auch gar nicht dazu designt wurde, um damit beispielsweise Media-Targeting und Co. zu machen. Ich verstehe das deshalb wirklich mehr als Chance, dass man jetzt darüber hinaus in personenbezogenen Lösungen denkt und wirklich dieses Thema der User ist für mich key, um all meine Entscheidungen drumherum zu strecken. Also ich verstehe es wirklich mehr als Chance, als ein Hemmnis. Ja, ich glaube auch eher eine Chance, gerade natürlich besonders für Leute mit eigenem Kundenbezug, Kundenkontakt an der Stelle und natürlich auch eine Chance, die bestehenden, technischen Abläufe, Datenverarbeitungsabläufe einmal komplett durchzurütteln, weil das jetzt wirklich der Punkt ist, wo man sagt, jetzt denken wir alle nochmal alles ganz neu, bauen dann nochmal alles vielleicht mit Dingen, die wir in der Vergangenheit so nicht besser schon immer gemacht hätten. Von daher eine Chance. Man muss natürlich fairerweise sagen, dass es auch Verlierer geben wird in dem System, die halt von den Verarbeitungen, wie sie heute stattfinden, dann abhängig sind an der Stelle. Das ist natürlich auch klar. Ja, und natürlich, was man so gerne dann Longtail nennt, die werden natürlich auch schwieriger haben. Also je kleiner man ist, desto schwieriger wird die Zukunft einfach. Da wird man deutlich stärker abhängig sein von dem, was einem die Plattform halt noch über die besprochenen Schnittstellen erlaubt. Das heißt, an der Stelle eine Chance für Publisher, Retail Media,
ihre Kundenbeziehung da zu stärken und auch stärkere Geschäftsmodelle zu bauen. Es wird aber auch Verlierer in dem System geben, natürlich. Okay, vielen Dank. Dann jetzt noch die abschließende Frage. Wir haben noch 3,5 Minuten sozusagen, die knappe Minute für jeden, ja, vielleicht nur 40 Sekunden. Was ist denn euer Top-Tipp? Was sollen Marketer, was sollten Werbungtreibende jetzt tun? Wie können sie jetzt beziehungsweise morgen schon loslegen? Wiederhole ich gerne, was ich eben schon kurz angedeutet habe, jetzt einfach mal ausprobieren. Es gibt genug Gelegenheiten, jetzt mal eine First-Party-basierte Kampagne auszuprobieren. Es gibt genug Leute, die die Arbeit schon gemacht haben. Einfach mal Erfahrung sammeln und vielleicht auch das nutzen, um dann die eigene Strategie zu entwickeln. Eileen, was ist dein Tipp? Ja, macht euch eurer Use Cases erstmal bewusst, was möchtet ihr mit Daten eigentlich erreichen, und dann sprecht ihr im Prinzip mit den Experten und Stakeholdern, die ihr dafür braucht, um im nächsten Schritt eine Datenstrategie zu entwickeln. Vielen Dank. Maren, welchen Tipp hast du für uns? Ich würde auch sagen, als Chance nutzen und Bestandsaufnahme machen. Zum einen, ist meine Strategie gut? Habe ich überhaupt eine? Und zum Zweiten, welche Daten habe ich denn? Und erstmal einen Überblick schaffen, den viele, glaube ich, gar nicht haben. Vielen Dank. Und zum Abschluss noch du, Kolja, bitte. Ja, auf jeden Fall über die Use Cases Gedanken machen, das ist unglaublich wichtig, aber nicht nur zu sagen, was kann ich mit den Daten machen, sondern was könnte ich mit den Daten machen, wen bräuchte ich, ein eigenes Data Network aufbauen, um zu schauen, wer sind meine vertrauenswürdigen Partner und was kann ich gemeinsam mit ihnen umsetzen, was in deine Datenstrategie dann im nächsten Schritt dann auch mündet. Aber das sind auf jeden Fall die Schritte und viel Dialog, Austausch, um sich da auch den Input zu holen. Wunderbar, vielen Dank. Jetzt wart ihr sogar noch einen Ticken schneller. schön, dass ihr dabei wart. Ich finde, wir haben einen guten Einblick bekommen. Wir haben viele Möglichkeiten gelernt, was man jetzt tun kann, um sein Marketing ja nachhaltig, zukunftsfähig aufzustellen. Wir haben gelernt, es wird alles gar nicht so schlimm und vielleicht wird vieles sogar besser, aber wir müssen jetzt handeln, wir müssen am besten morgen uns zusammensetzen und mit den Tipps, die ihr gerade zum Schluss genannt habt, uns Gedanken machen, wie wir weiter vorgehen. Und damit sage ich auch Danke an euch da draußen fürs Zuhören und wünsche euch weiterhin noch viel Spaß hier.